Hallo, seid gegrüßt, hier ist wieder der Waldeckerbauer mit einer neuen Mod-Vorstellung. Heute geht's mal um einen Weidemann 4270 CX100T. So ist er auch in LS 2013 mit drin, aber das hier ist eine AWS Vision. Lenkt hinten und vorne. Ist der Beispielmod, schreibt in Beschreibung, kostet 9.995 Euro und den Verkauf 4.997 Euro. Ja, mehr gibt's darüber nicht zu sagen. Ich würde sagen, schauen wir uns ihn an. Schauen wir mal. Da steht er. In seiner vollen Pracht und Herrlichkeit. Ja, die Schaufel ist von den normalen Weidemann-Radlager, der in LS 2013 mit dabei ist. Ja, schauen wir uns das gute Stück mal an. Sieht nicht schlecht. Einigen wir ein. Sound hat er. Jo, was gibt's noch so zu sagen? Tankinhalt 101 Liter, 30 bis 34 Stundenkilometer schnell. Jo, Nummerpart 6 kann man Arbeitslicht einschalten. Positionstaste 1 Rundrumleuchte. F-Taste einmal Licht. F-Taste zweimal Arbeitslicht hinten. Und wieder aus. J-Taste hoch. N-Taste runter. K zu. M auf. Großschrifttaste Pfeil nach oben und J fahr mal aus. Genau dasselbe wie bei denen, der im Spiel ist. Und mit der Taste N wieder rein. Schauen wir uns mal von innen an. Jo, kann man nicht meckern. Sieht modern aus, sieht gut aus, wie eben so ein kleiner Weidemann. Wie ich immer sage, in meiner Mod-Vorstellungen, dies ist immer meine persönliche Meinungen. Jo, fahren wir mal mit ihnen. Motorzaun ist in Ordnung. Schauen wir uns mal die guten Bordsteine an. Oh, es springt zwar ein bisschen, aber einwandfrei. Ja, wie man sieht, die Lenkung. Er lenkt mit der Vorderachse und der Hinterachse. Dadurch ist er optimal wendig. So, man kann auch kleine Anhängers damit anhängen und verfahren. Oder wenn man ihn vollgeladen hat, kann man ihn gleich irgendwo hin verbringen, wo es braucht. Jetzt haben wir zu lange gewartet, haben wir die Schaufel abgehangen. So, jetzt haben wir den Hänger dahinter. Fahren wir mal, gucken wir mal, wie er so damit zurechtkommt, ein Hänger. 30 bis 34 Stundenkilometer Kurbeln. Ja, macht er auch bandfrei. Kann man so nicht meckern. Schöner, kleiner, spaßiger Radlader. So, hängen wir den Hänger mal wieder ab. Dann wollen wir mal gucken, ob man damit auch was aufladen kann, abladen kann, umladen kann und sonstiges. Würde ich sagen, fahren wir mal gerade zu der Biogasanlage. Nehmen wir natürlich einen Tieflader. Das geht schneller. So, haben wir ihn schon drauf. So, fahren wir gerade los. Okidoki, sind wir da. Den Tieflader habe ich ja schon mal vorgestellt. Auf den kann man einfach alles schön transportieren.
Rampen hoch. Und ab geht's zur Biogasanlage. Ja, zur Biogasanlage. Ab mit den Scania. Es kommen runter. Oh, ja, dieser Zaun, da rammel ich immer dran. Aber da muss man durch. So, ist hier noch am frühen Sonntagmorgen, da kann sowas mal passieren. So, noch den Berg hier runter. Einmal links abbiegen und schon sind wir bei der Biogasanlage. Jetzt können wir schon langsam die Rappen runter machen. Wir bleiben gleich hier stehen. Geht das ein bisschen schneller. So, steigen wir um kurz in den Radlader. Schippe hoch und ab geht's. So, dann wollen wir mal gucken, ob man damit auch was schaufeln kann. Mit dem Beispielmatt hier. Jo, Schippe voll. Und ab in die Biogasanlage damit. Also die Schaufel funktioniert einwandfrei. Was ich jetzt nochmal hier gleich zurechtgelegt habe, vorbereitet habe, ist die Silo-Zange. Silo-Zange von den Radlader, der mit im Spiel ist. Wollen wir die mal gucken? Jo, die scheint auch gut zu dran zu gehen. Wollen wir mal schauen, ob die auch gut funktioniert. Wie die funktioniert, wisst ihr ja alle von den Original. Schrift groß weit oben und N klappt man sie auf, dann macht man sie ganz normal voll. Und wieder Schriftrotpfeil hoch. Und K klappt man das Teil zu. So, ab damit ins Loch, die wird auch, naja, wir haben sie jetzt nicht ganz voll. Aber es geht auch einwandfrei. Dauert zwar ein bisschen länger mit so einem kleinen Radlader, bis man so ein
Silo leer gefahren hat. Aber wenn man nur ein bisschen drin hat, reicht auch manchmal das. So, man kann natürlich, was wir nochmal polieren wollen, auch einen Hänger beladen. Rückwärtsgepiepe, Bremslichter da auch. Ja. Gucken wir mal, ob er auch einen Hänger laden tut. Aber ich denke mal, das schafft er auch einmal frei. So, das Ding wieder auf. Und voll. So, zu. Und drauf auf den Hänger damit. Kann auch mit der Großschrifttaste Pfeil hoch und mit der J-Taste den Arm länger machen, wenn der Hänger größer ist, oder eben mit der N-Taste wieder tiefer, aber das ist wie den Original, der mit beiden Spiel ist. So, machen wir mal den Hänger was rein. Klappe auf. Na gut, er nimmt wahrscheinlich kein Silo an der Anhänger. Habe ich wahrscheinlich den verkehrten gewählt. Na gut, verschreiben wir es ein bisschen auf dem Hof. Ich würde sagen, schaut euch das gute Stück mal an. Beim Modhoster kann man ihn runterladen. Steht auch in meiner Videobeschreibung. In dem Sinne, schöner kleiner Radlader für kleine Sachen, Palettenverfahren oder sonstiges, einwandfrei. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer Waldecker Bauer, Graf Rasputin. Tschüss!